von Elke Schumann eingeladen und die Einladung lag auf dem Tisch und direkt zugesagt. Warum ging es so schnell? Weil ich das eine großartige Sache finde, weil ich zugegebenermaßen ja auch jetzt nicht so weit weg wohne und das auch, was aber kein Grund ist, denn wenn ich, ich bin ja nicht immer zu Hause, wenn ich dann gerade in New York bin, ist es genauso weit weg, aber man kann es dann besser planen, ja, man kann es dann besser planen und im letzten Jahr war ich eingeladen, hat es nicht geklappt und in diesem Jahr habe ich gesagt, möchte ich da gerne hin. Weil ich finde, ich mag Menschen, die machen. Und die Frau Schumann ist eine Macherin. Sie ist jemand, die ganz viel bewegt. Und das fasziniert mich. Das finde ich großartig. Und ich meine, was sie hier auf die Beine stellt, das ist sensationell. Das ist fantastisch. Ja. Manchmal, wenn man so Partys oder auch Medienpartys trifft, dann ist das so ein bisschen, ja, mehr so ein Come-Together. Aber sie macht das ganz großartig und auch mit ganz viel Herz und mit ganz viel Begeisterung und das spürt man. Überall, wo die Passion fehlt, da ist es auch nichts. Ralf Möller, Michaela May und viele, viele andere sind heute Abend hier. Gibt es da einen Austausch zwischen Ihnen und den anderen? Ja, die Frau Michaela May und ich haben uns gerade zum ersten Mal überhaupt getroffen und ich sagte zu ihr, ich freue mich. Sie sagte, ich freue mich. Sag ich, ich bin ein großer Fan von Ihnen. Sie sagte, ich bin ein großer Fan von dir. Also es hat gut gepasst, ja. Und Ralf Möller kenne ich ja schon länger und man Julia Siegel und viele andere. Aber ich habe mich sehr gefreut, Michaela May zu treffen, weil ich liebe sie in ihren Filmen. Ja. Vielen Dank und viel Spaß bei der Top-Party. Danke.